Klimawissenschaftler der UNO haben kürzlich ihren Weltklimabericht vorgelegt. Ist es denn mit dem Klimawandel wirklich so schlimm, wie ihr Grünen immer tun? Ja, die drei Teile des neuen Weltklimaberichtes, die veröffentlicht worden sind, die zeigen uns nochmal, dass wir bisher überhaupt nicht erreicht haben, was wir uns unbedingt vorgenommen hatten, nämlich eine negative Entwicklung, eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Also das, was das Klima zerstört, das, was die Erderwärmung verursacht, das zu reduzieren, gefährliche Treibhausgase, das ist uns nicht geglückt. Und woran liegt das dann? Wir sind bisher nicht bereit, tatsächlich dafür zu sorgen, dass weniger fossile Rohstoffe verbrannt werden. Wir sind nicht bereit, konsequent die Technologien der Erneuerbaren zu nutzen. Und wir sind nicht bereit, konsequent auf Energieeinsparung zu setzen. Und was sind die Folgen davon? Manche sagen, wir erleben das, wenn wir Extremwetter erleben. Also zum Beispiel heftigste Regenfälle, gigantische Überschwemmungen, wie sie auch in Deutschland, in Mitteleuropa immer häufiger vorkommen. An der Elbe hatten wir in 10 Jahren 4-mal Jahrhunderthochwasser zum Beispiel. Wir können aber auch in andere Teile der Welt gucken, in Afrika. Da hat man manchmal mit heftigen Überschwemmungen zu tun, aber in der Regel leidet dieses Land eher unter großer Dürre. In der UNO wird deshalb darüber diskutiert, wie wir in Zukunft mit Klimaflüchtlingen umgehen. Man stelle sich das vor, wir sind schon heute nicht in der Lage, denjenigen zu helfen, die aus Not ihre Heimat zu verlassen, wenn dann noch die Klimaflucht dazukommt, weil Menschen eben da, wo sie leben, ihr Auskommen nicht mehr finden können, weil ihre Lebensgrundlagen zerstört sind. Also das klingt jetzt düster, aber heute sind wir eben noch in der Lage, das anzuhalten. Wir müssen nicht zulassen, dass wir in so eine 4-Grad-Welt uns entwickeln. Was muss in der EU jetzt passieren, damit wir nicht in die 4-Grad-Welt geraten? Wir müssen die ehrgeizigen Ziele auch uns jetzt vornehmen. Wir müssen die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, eine andere Energiewirtschaft zu machen, die müssen wir auch nutzen. Wir können jetzt nicht weiter Business as usual machen und dann alle Lasten und die wirklichen Anstrengungen auf die nächsten Generationen vertagen. Weil das droht gerade. Ja? Und woran liegt das? Also warum geht es nicht vorwärts mit dem Klimaschutz, wenn doch eigentlich alle wissen, wie schlimm die Situation ist? Anders als in den ersten Jahren der Klimapolitik hat die Wirtschaftskrise, hat die Eurokrise den Klimapolitikern den Schneid genommen. Ja, wir müssen uns permanent anhören, dass ehrgeiziger Klimaschutz zur Deindustrialisierung Europas führt. Ich glaube, dass das Gegenteil richtig ist. Wenn man Klimaschutz klug, vernünftig und konsequent macht, dann bedroht das nicht die Wirtschaft, sondern dann sorgt das in Europa für Innovationen und nachhaltige wirtschaftliche Erholung, wie wir sie brauchen. Die Anwendung der erneuerbaren Technologien kann in ganz Europa nicht nur das Klima schützen, sondern Arbeit schaffen. Und ich stehe einfach dafür ein, dass das, was in den frühen Jahren der Europäischen Union was damals Kohle und Stahl waren, ja, oder der Euratom-Vertrag, dass das für die Zukunft eben neue Vereinbarungen sein müssten für die erneuerbaren Technologien, für die erneuerbaren Energien und für Energie- und Ressourceneffizienz. Dankeschön.